Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil Revelations 2. Das letzte Mal haben wir hier in dem Computerraum aufgehört und haben so einiges erfahren, was uns nicht gefallen hat. Ne? Und zwar, dass Neil ja auf der Seite gewesen sein scheint. Oh, von der Forscherin. Oder der Schwester sozusagen. So, dann bin ich mal gespannt, wo wir da hinkommen. Können wir bestimmt hier runterspringen. Einfach zack. War ja klar, dass wir nicht einfach so da reinkommen. Ich dachte, es war richtig, was ich tat. War es nicht. Geh weg von mir! Die FBC kann nicht wiederbelebt werden. Ich habe Lansdale enttäuscht. Ouroboros ist nicht der Tod. Es ist... Alter Scheiße. Was geht denn hier? Erstmal Neil, hier. Ich hab dir vertraut. Distanzgewinn Terror hier. Wir werden Menschen retten. Was? Durch Furcht. Alter. Und Macht. Muss hier weg. Die ganze Welt wird gerettet. Oh! Dass jemand dich rettet. Da kann man doch niemals besiegen, oder? Alter, Scheiße. Okay, der scheint nicht so gut gelaunt zu sein. Boah. Ja. Hallo? Attacke! Ja, da war schön eingefallen. Alter. Meine Granate wickel. Alter.
Komm mit, Mulder! Das ist überhaupt ein Effekt. Der Typ, Alter, ist verkroppt. Was für die FBI? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Irgendwas hat bestimmt mit den Fässern da unten zu tun. Das Problem ist, Alter, ich weiß nicht, ob ich kaputt schießen kann. Ich habe auch nicht mal so viele Brandgranaten. Oh, Fleischklops! Einfahren! Okay, das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit. Alter! Ich geh mit dem ab. Oh oh, der ist glaube ich jetzt noch wütender. Put. Ja, guck schon blöd. Alter, wie der aussieht. Attacke! Scheiße, ich hab nicht mal so viel Munition. Wow, besiegt! Grob! Ich will nur, dass alles vorbei ist. Ich komme. Aber nicht unbewaffnet. Ah, ich hatte ja noch die, shit. Die Magnum. Lebst du noch? Oder stirbst du schon? Alter, sieht der Grob aus. Was für fette Beine, Alter. Alter. Man bewegt sich doch noch alles. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich jetzt da hochgehe, ne, in dem Fahrstuhl, dass das dann schon vorbei ist, weil das geht bei Resident Evil nicht, also. Also das habe ich auch noch nie gesehen. Dass das einfach so ablässt. Jetzt haben wir sie. War ja klar. Anscheinend sind wir da. Gucken wir, was draußen ist. Ja, nix. Da ist der Typ. Alter Scheiß. Aussieht.
glaube ich. Geht's dir gut? Kannst du stehen? Oh, Scheiße! Hinter dir! Ah! Nein! Sag mal, haben wir's jetzt? Neil, was haben wir falsch gemacht? Und tschüss. Ich habe, was ich brauche. Nichts wird mehr zwischen uns kommen, meine Süße. Du und ich werden gute Freunde sein. Wir werden innig miteinander verbunden sein. Was war das? Ich denke, die ist bei dem Barry. Oder war das schon wieder was anderes? Manchmal ist es echt creepy, also. Sploder. Nein! Wir haben es ausgestellt. Es ist genauso ein Witz, dass du das jedes Mal fragst, ob man das. Da zwei Stück waren, das geht ja noch. So, jetzt könnte man theoretisch mal neue Fähigkeiten holen, aber... Schnelles Messer. Mumm. Ausweichen, Erholung. Das wäre eigentlich mal wichtig, aber da haben wir noch zu wenig Punkte. Ich denke mal, dass ich jetzt das hole. Das ist auf jeden Fall erstmal wichtig. Messersprint denke ich mal eher nicht so. Dann denke ich mal noch eiserne Reserve. Oder? Ja, machen wir das Armor, oder? Ich weiß nicht. Aber machen wir mal eiserne Reserve hier. Dann haben wir noch 1000. Dann machen wir... Ja, Pflanzen sind eigentlich stark genug. Machen wir hier mal die Wahrnehmung. So, was können wir uns noch holen? Das müsste eigentlich alles wechseln, oder? Ja, ist anders zu teuer alles. So, dann würde ich mal sagen, dann verlassen wir hier die Folge. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, obwohl die jetzt wahrscheinlich ein bisschen kurz war, aber Bossfights und so, die machen ja immer Spaß, ne? Hat man ja gerade eben gesehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Resident Evil Revelations 2. Also entschuldige mich schon mal, dass es ein bisschen kurz war, aber dafür waren ja ein paar andere Folgen ein bisschen länger. Also bis dann. Ciao und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt Resident Evil Revelations 2. Tschüss.